Also ich glaube, am Beispiel Corona, Covid zeigt sich sehr gut im Grunde genommen eine grundsätzliche Problematik des Gesundheitswesens, jeweils nach den Ländern dann in mehr oder weniger drastischer Form. Man kann natürlich nachvollziehen, dass Regierungen gewisse Verpflichtungen sehen, erstmal der sogenannten eigenen Bevölkerung zu helfen. Allerdings offenbart sich dann bei genauerem Hinblick ein Riesengap, eine Riesenlücke zwischen der Versorgungssituation in reichen Ländern und Schwellenländern oder armen Ländern, wo einfach kein oder ganz wenig Impfstoff nur zur Verfügung steht. Und in diesem Zusammenhang sind wir natürlich wieder ganz schnell bei einem Grundprinzip von Gesundheitsfür- und Vorsorge, wo man ganz klar sagen muss, die Probleme, solange eine Gesundheitsfürsorge kapitalistisch organisiert ist, letztendlich an der Profitmarge sich orientiert oder Besitzverhältnisse nach wie vor darüber entscheiden, wo welcher Impfstoff schnell ausgeliefert wird, wer am meisten bezahlen kann, entsteht ganz schnell eine Versorgungsunterschiedlichkeit, wo einfach Menschen auf der Strecke bleiben. Letztendlich sterben sie dann an Corona, weil keine Impfung in bestimmten Ländern vorhanden ist. Ich bin ja seit 2014 immer wieder in Rojava, in Nordostsyrien, also in dem Teil, der auf Autonomie dringt gegenüber dem Assad-Regime und der in den letzten Jahren, nachdem er mühsam den IS niedergerungen hat, leider attackiert wird, immer wieder von türkischer Seite. In diesem Gebiet halte ich mich oft auf und arbeite da mit dem Gesundheitssystem zusammen und mit dem kurdischen Roten Halbmond. Und zuletzt war ich im letzten Jahr dort, im April, und war dort während einer Corona-Hochphase dort in Rojava, in Nordostsyrien, dort, als gerade Pandemie auf einem relativen Höhepunkt war, ausklingende Winterzeit. Und es waren sehr viele Leute in notfallmäßig aufgebauten Corona-Kliniken. Und ich hatte die Aufgabe, dort auch mich umzugucken und zu recherchieren, dort auch mitzuarbeiten, das zu unterstützen. Und es war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich machen musste in meinem Leben. Und wie gesagt, als jemand, der über Jahrzehnte als Notarzt arbeitet und auch Intensiverfahrung hat, war es für mich besonders schrecklich, erleben zu müssen, eigentlich nichts machen zu können, außer den Menschen beim Sterben zuzugucken. Ja? Und die Bedingungen waren so, dass ich in ganz Syrien, ja mal vielleicht von Regimeseite mal abgesehen, ich weiß nicht, ob die Familie Assad sich hat impfen lassen mit russischem Impfstoff, wahrscheinlich ist das anzunehmen, war meines Wissens, war ich in ganz Nordostsyrien der einzige Mensch, der geimpft war, weil ich halt aus Deutschland kam. Und das war eine Situation, die, ich habe mich schon fast geschämt, dass ich geschützt war und alle anderen Leute, die da gearbeitet haben, waren halt ungeimpft. Es gab keinerlei Impfstoff zu dieser Zeit. Und auch jetzt kommt erst sehr zögerlich, ein Jahr später kommt sehr zögerlich Impfstoff, und es sind immer noch eine unzureichende Menge Menschen überhaupt geimpft, das erste Mal. Also die Bedingungen waren schon gruselig, und wir hatten, wie gesagt, nur eine ganz marginale Basisversorgung. Das heißt, die meisten Menschen, denen es schlechter ging, für die standen nur Sauerstoffflaschen zur Verfügung. Wir hatten eine ganz geringe Anzahl von Beatmungsplätzen, maschinelle Beatmungsmöglichkeiten. Das ist also wirklich marginal dort in der Gegend. So dass die meisten Menschen, die schwerer an Corona erkrankt waren, wirklich zwischen Leben und Tod jonglierten. Wir konnten letztendlich nur mit einem Cortison arbeiten, mit Maskenbeatmung, und alles Weitere war nicht möglich. Und es war oft so, dass ich morgens wusste, wer abends tot ist. Das zu einer Situation, als in Deutschland die Corona-Leugnerinnen und Schwurbler und Leute von rechts oder Leute im Schulterschluss mit Nazis auf die Straße gingen oder diverse Schauspielerinnen sich im Fernsehen lustig gemacht haben über Corona, was es ja vielleicht gar nicht gäbe, oder die sogenannte Impfhysterie sich lustig gemacht haben. Also das war für mich eine Situation, wo ich hätte kotzen können. Ja? Also uns sind die Leute unter den Fingern weggestorben. Und hier haben sich Leute drüber lustig gemacht und waren natürlich jederzeit in der Lage, wenn sie selber betroffen waren, wurden sie natürlich auch behandelt und dann intensivmedizinisch versorgt. Also das heißt, wir haben hier eine
in diesem Sinne eine Situation gehabt, wo Leute einen Luxus hatten, sich ausruhen konnten auf das Gesundheitssystem, was es gibt, sich ausruhen konnte auf die Auffangmöglichkeit, letztendlich sich impfen zu lassen, wenn man dann wollte, wenn es nicht irgendwie zu, ja, ich sage ja, es wurde eine Luxusdiskussion geführt in meinen Augen, während andere Länder überhaupt keinen Impfstoff hatten, die Leute gestorben sind ohne Versorgungsmöglichkeit. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es plastisch erlebt und war das Schlimmste in meinem Leben, was ich überhaupt erlebt habe in Sachen Medizin, diese Hilflosigkeit. Insofern ist die Forderung nach Freigabe von Patenten im Grunde genommen nur ein Teil. Nachgedacht werden müsste über eine völlige Veränderung von Gesundheitsfürsorge weltweit. Und das stellt sich natürlich nicht nur bei der Frage von Impfungen oder medizinischer Vorsorge, sondern es ist einfach die Frage nach Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die man kritisch hinterfragen muss. Aber gerade während einer Pandemie wie jetzt Corona, die brandgefährlich ist und ja letztendlich, wie gesagt, über 6 Millionen bekannte Tote schon verursacht hat, stellt sich das Problem ganz plastisch in der Gegenwart als ein Macht- und Herrschaftssystem, was sich direkt niederschlägt im Gesundheitswesen, in dem Fall jetzt bei Impfvorsorge weltweit. Das grundsätzliche Phänomen ist die zunehmende Privatisierung des Gesundheitswesens, die ganz klar darauf ausgerichtet ist, dass Shareholder Value eine gut gefüllte Kasse kriegt, also letztendlich die Anteilseigner dieser Gesundheitsfirmen. Und das kann es nicht sein. Dieses Geld gehört eigentlich nicht in die Hände der Privatwirtschaftlerinnen, sondern das gehört eigentlich in die Patientenversorgung und oder in die Hände derer, die im Krankenhaus arbeiten, ob das Ärztinnen sind oder Krankenschwestern oder also Pflegepersonal, sagt man ja zu Recht, und nicht irgendwie die Kassen von Shareholder Value und den Anteilseignern von privatwirtschaftlich orientierten Firmen. Man muss bestimmt zweifellos feststellen, dass wir in der Bundesrepublik trotz des kapitalistischen Hintergrunds im internationalen Vergleich ein relativ hochwertiges Gesundheitssystem haben. Das ändert aber nichts daran, dass sich auch in der Bundesrepublik natürlich eine Schere auftut, die ganz stark daran orientiert ist, dass weite Ebenen des Gesundheitssystems halt an der Profitmarge orientiert sind. Man könnte zum Beispiel auch sagen, die Arbeitsbedingungen oder die Versorgungssituation in den Krankenhäusern sind ein exemplarisches Beispiel dafür. Ich kann mich gut erinnern, in dem Krankenhaus, als ich gearbeitet habe, als so diese große Privatisierungswelle kam. Ich habe vorher in einem kirchlichen Krankenhaus gearbeitet. Da stellte sich dann auch die Frage, und wir haben das dann auch öffentlich formuliert, in einer Mitarbeiterinnenversammlung gegenüber dem neuen Chef, wo denn eigentlich in Zukunft die Gewinnmarge herkommt. Ja? Und wir haben dann gefragt, wo er sich das Geld denn abschneidet. Denn die Bezahlung von Seiten der Krankenkasse bleibt ja in der Regel gleich. Also muss es irgendwo eine Sparmaßnahme geben. Und die kann entweder in der Versorgungsebene liegen gegenüber den Patientinnen oder auf der Bezahlebene des Personals. Und ja, er hat dann keine Antwort gegeben, sondern hat sich dann einfach verkrümelt, der neue Besitzer dieses Krankenhauses. Aber das ist letztendlich das Dilemma. Meiner Meinung nach muss man ganz klar feststellen, und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, Gesundheit und Gesundheitsvorsorge, Krankheitsbekämpfung oder Seuchenbekämpfung darf prinzipiell nicht etwas sein, was sich an Profitmargen orientiert, sondern muss sich an den Notwendigkeiten der Versorgung orientieren, an nichts anderem. Ich glaube, es braucht vor allem ein waches Auge und es braucht auch weiter einer gesellschaftlichen oder auch ja, durchaus etwas kampfbereiteren gewerkschaftlichen Organisierung von Seiten derer, die in dem Gesundheitswesen arbeiten. Ja, also das ist meiner Meinung nach, treten dann in Krisensituationen die Miseren so zutage, dass dann plötzlich gesagt wird, die Leute, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt wieder Corona-Pandemie, auf Intensiv arbeiten, dass die wirklich ausgebrannt sind und letztendlich unter ganz harten Arbeitsbedingungen einfach
bis am Rande ihrer Erschöpfung gehen müssen. Das ist ja eh der Fall. Das würde sich auch nicht lösen, indem man da jetzt einfach mehr bezahlt dafür. Aber alleine die Respektsebene durch Klatschen auf Balkonen kann es nicht sein. Also man müsste auch mehr Personal einstellen und das wiederum hängt ganz stark natürlich an der Bezahlebene. Wenn schlecht bezahlt wird, findet man kein entsprechendes gutes Personal. Dann ist man personell unterbesetzt, beziehungsweise andersrum, die privatwirtschaftlich organisierten Krankenhäuser, die haben natürlich ein Interesse an einem möglichst niedrigen, scharf eingestellten Personalschlüssel und nicht an der guten Besetzung der entsprechenden Abteilung. Das merkt man allenthalben. Also überall sind teilweise die OPs gar nicht in Betrieb, weil man kein OP-Personal mehr findet. Und man findet es deshalb nicht, weil es halt zu schlecht bezahlt wird. Oder auf Intensivstationen ist es ganz eklatant. Und wenn dann noch on top eine Pandemiesituation kommt, sodass die Leute letztendlich dann noch knallhart arbeiten müssen mit Vollschutz und Maske unter eh schwierigen Arbeitsbedingungen. Also ich habe jahrelang auf Intensiv gearbeitet, ist eh schwer genug. Und wenn man das Ganze runterbricht jetzt noch auf eine Situation, wo du mit Vollschutz arbeiten musst dann die ganze Zeit und mit einem hohen Eigenrisiko, dann bist du einfach fertig. Und das sind Situationen, die sind nur zu ändern, indem sich die Betroffenen, nämlich Patienten und Patientinnen, aber auch die Betroffenen auf Seiten der Gesundheitsleister, dass die sich auf die Beine stellen und sagen, wir machen das nicht länger mit. Das kann man natürlich nicht machen in der Krisensituation selbst, dann kann man nicht aussteigen, vor allem nicht, wenn es im Notfallbereich geht oder intensivmedizinischen Bereich, aber es muss leider dann immer hart dran geblieben, dran, also wir müssen alle dranbleiben, sonst ändert sich da auf Dauer nichts.